Mein Name ist Dominik Sternberg. Ich fahre für SPS Motorsport einen Mazda MX-5 Turbo. Ich war im Nürburgring. Ich war zum Reinschnuppern im Lauf und wir haben uns direkt sehr wohl gefühlt. Wir sind super aufgenommen worden hier. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen das Projekt durch und fahren die ganze Saison mit. Angefangen mit der GLP am Nürburgring, danach sind wir RCN gefahren und parallel dazu dann die Time-Attack. Ich kann es auch schon mal wechseln. Oh, witzige Geschichte. Das war mein erstes Auto. Und SPS Motorsport ist zu dem Zeitpunkt gerade eben entstanden und war dann direkt der Ansprechpartner. Und dann ist direkt auch, als man sich darüber verstanden hat, zusammen Motorsport zu machen, eine Art Förderung entstanden. Und jetzt macht man das Ganze jetzt schon seit 4 Jahren zusammen. Es war direkt die Leute nach einem Zugang. Wir haben einen getroffen und viele Fragen gestellt über das Auto, weil viele Leute kennen so ein Auto gar nicht. Oder haben sich gedacht, wie kann man mit sowas rennen fahren, mit so einer Sardinenbüchse. Dann haben wir es den Leuten aber gezeigt, dass es doch geht. Also Ziel wäre natürlich, vorne mitzufahren, also die ersten 3 im Turbo Cup, das wäre natürlich schon das Ziel. Wir müssen halt sehen, wie es läuft. Rennen 1 ist jetzt gerade für uns oder für mich nicht so toll gelaufen. Ich habe einen blöden Fahrfehler gemacht und muss ich leider vorzeitig aufhören. Aber die Saison ist lang. Und es kommen noch schöne Strecken, die wir auch sehr zusagen.